Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, mit YouTube Shorts Geld zu verdienen und ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die du nicht verpassen solltest, um deinen Kanal schnell aufzubauen. Deswegen zeige ich dir heute 15 Hacks bzw. Tipps und Tricks, die jeder, der YouTube Shorts macht, wissen sollte. Für die erste Methode musst du ganz einfach an dein Handy. Dann geht ihr auf euren Kanal. Ich wähle jetzt zum Beispiel ein Video von meinem Gaming-Kanal aus, starte das hier. Und hier sieht man, habe ich die Möglichkeit, hier auf Remix zu klicken. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, ein Kurzvideo zu erstellen. Wenn ich hier oben dann auf die 15 draufklicke, habe ich die Möglichkeit, hier von 15 auf 60 Sekunden umzustellen und hier unten dann meinen Clip dementsprechend anzupassen, wie lange er sein soll. Hier kann ich dann zum Beispiel eine bestimmte Szene aus meinem Video nehmen und dieses dann als ein Short-Video posten. Hier habe ich dann auch die Möglichkeit, Text hinzuzufügen und ihn beliebig zu verschieben. Dann kann ich ein Voice-Over machen und noch einige Filter benutzen. Wenn ich dann fertig bin, kann ich auch weitergehen und das Video einfach veröffentlichen. Diese Funktion gilt aber nicht nur für deinen Kanal, sondern manche anderen Videos haben das auch eingestellt, zum Beispiel hier dieses Video. Hier sieht man zwar, kann ich kein Kurzvideo erstellen, aber ich kann hier auf Zuschneiden gehen und kann dir dann auch einen kleinen Clip aus dem Video nehmen. Und was man auch machen kann, und das ist der zweite Hack, hier ein Greenscreen-Video. Dasselbe gilt auch für Shorts, hier können wir dann auch Greenscreen auswählen und dann einen Clip nehmen und den dann als Hintergrund verwenden und uns selber dann hier auch einblenden als Greenscreen. Beim dritten Hack geht es darum, einen sogenannten Loop zu erstellen, denn es ist ja so, wenn ein Short endet, startet es wieder von neu. Deswegen hat man die Möglichkeit, zum Beispiel das Ende des Shorts passend zum Anfang des Shorts zu machen, sodass es sich so anhört, als wäre das Short noch gar nicht vorbei. Und dadurch schauen die Leute im Durchschnitt deine Shorts ein paar Sekunden länger, wodurch deine Watchtime natürlich größer wird, manchmal sogar über 100%. Dadurch hat dein Video natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, öfters vorgeschlagen zu werden und mehr Aufrufe zu bekommen. Hier seht ihr mal ein Beispiel. Wie wahrscheinlich schon viele von euch wissen, benutzen ja viele heutzutage die Untertitel bei Shorts und das hat natürlich seinen Sinn, dass dauernd etwas auf dem Bild passiert, damit halt die Aufmerksamkeitsspanne der Leute weiterhin gehalten wird. Denn heutzutage ist es einfach so, dass die Dopaminausschüttung einfach ins Ermessliche hochgestiegen ist und somit die Leute eine Aufmerksamkeitsspanne haben, die unter 6 Sekunden ist, das ist geringer als ein Fisch. Deswegen macht es Sinn, Untertitel in deine YouTube Shorts einzufügen. Da das Ganze aber ewig dauert und echt langweilig ist, gibt es auch ein paar Tools, die dir helfen können. Unter anderem ist es zum Beispiel auch CapCut. Hier gibt es einige Vorlagen, wie du deine Videos gestalten kannst und auch ein Tool, das automatisch erkennt, was du sagst. Das funktioniert relativ gut und das musst du dann nur noch leicht abändern und hast dann relativ schnell die Untertitel fertig. Ein weiterer in Anführungszeichen Hack ist, dass du manche deiner Shorts einfach nochmal postest. Ich habe zum Beispiel ein Experiment gemacht, wo ich YouTube Shorts auf einen komplett neuen Kanal hochgeladen habe und dann dieselben Shorts mit selben Titel, selber Beschreibung, alles genau gleich auf meinem Hauptkanal, der 14.000 Abonnenten hat, hochgeladen. Und dort war es oftmals so, dass diese Shorts dort deutlich besser lief, aber das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich mehr Reichweite auf dem Kanal habe. Deswegen habe ich das Ganze auch auf dem kleinen Kanal getestet. Dort habe ich nämlich auch manche Shorts einfach 2-3 Mal hochgeladen und manchmal hatte das Short beim ersten Mal nur 100 Aufrufe und beim zweiten Mal hat es mehrere tausend bekommen. Deswegen geh in die Analytics von deinem Short und schau, wie die Watchtime ist. Wenn dein Video so eine relativ gute Watchtime hat, so 80-100% bei so 30 Sekunden, dann kannst du das Ganze einfach nochmal posten und vielleicht den Titel verändern und eventuell kriegt es dann mehr Aufrufe. Der nächste Hack hat mit dem Anfang deiner Videos zu tun, denn wie auch bei Langform-Videos ist der Anfang deines Videos wichtig. Nur bei Shorts ist es noch viel wichtiger. Deswegen würde ich dir empfehlen, am Anfang immer Text zu nutzen. Hier habe ich mal ein Beispiel von einem Video von mir. Hier sieht man, habe ich nur in den ersten paar Sekunden Text benutzt und danach keinen Text, denn man muss nicht dauerhaft Text benutzen, solange sich regelmäßig die Einblendungen oder das Gameplay ändert und die ganze Zeit etwas Interessantes auf dem Bildschirm passiert. Mache so lange und gleichzeitig so kurze Shorts wie möglich. Das hört sich als erstes natürlich etwas verwirrend an, denn es geht darum, dass dein Video möglichst lang ist. Das heißt, am besten packst du einfach mehr Informationen, Dinge rein, aber gleichzeitig musst du darauf achten, dass es keine unnötigen Informationen ist. Denn es ist grundsätzlich so, dass Shorts, die ungefähr 30-40 Sekunden sind, besser performen können, wenn sie trotzdem eine gute Watchtime haben, was natürlich klar ist. Denn es ist natürlich deutlich schwieriger, eine gute Watchtime so von 80-100% zu erreichen, wenn ein Video länger geht, als wenn ein Video zum Beispiel nur 10 Sekunden geht. Generell habe ich festgestellt, dass so 20-30 Sekunden so die optimale Zeit ist, wo man relativ gut die Watchtime halten kann, aber auch nicht das Short zu lang wird. Für den nächsten Hack brauchst du auch wieder dein Handy. Und zwar hast du die Möglichkeit, wenn du hier auf Plus gehst, hier ein Kurzvideo zu erstellen oder auch hier ein Video hochzuladen. Wenn du hier zum Beispiel auf Video hochladen gehst, kannst du dir einfach ein Video aussuchen, das auch noch zuschneiden und so weiter und dann hier auf Weitergehen. Hier hast du dann die Möglichkeit, hier auf Ton zu gehen und dann hier gewisse Songs auszuwählen. Ich würde dir zum Beispiel Top-Titel empfehlen, wie zum Beispiel hier von Lady Gaga kannst du zum Beispiel auswählen und dann kannst du hier auf Volumen gehen und hier einfach die ursprüngliche Lautstärke auf 100% lassen und den Text hier auf 0%. So kannst du dann ein bekanntes Lied im Hintergrund haben, ohne dass es eigentlich zu hören ist. Und wenn wir zum Beispiel bei
diesem Song von Lady Gaga hier in die Videobeschreibung gehen, sehen wir hier sogar Remake-Shorts mit diesem Video. Und hier kann man sehen, viele dieser Videos haben echt viele Aufrufe und das ist halt der Vorteil, du kannst einfach die Musik benutzen, ohne dass man sie wirklich hört, wenn dir das nicht gefällt. Beim nächsten Hack geht es darum, dass du Serien benutzt. Wenn zum Beispiel ein Video auf deinem Kanal gut läuft, macht es Sinn, dazu einen Short zu machen oder wenn ein Short gut läuft, dazu nochmal einen Short zu machen, zum Beispiel einen zweiten, dritten oder vierten Teil. Nutze Google Trends, um aktuelle Trends zu erkennen. Hier gehst du einfach auf Google Trends und gibst einfach den Bereich ein, wo du gerade Videos zu machen willst. Ich gebe hier zum Beispiel einfach mal Racing Games an. Hier macht es Sinn, einfach hier auf Worldwide zu gehen und hier die letzten 30 Tage und hier anstatt Web Search, YouTube Search zu gehen. Und dann findest du hier ein paar Informationen, die gerade interessant ist für viele. Hier sieht man zum Beispiel Hill Climb Racing, Racing Games 2023 oder KX Drift Racing Online und da kann man dann gucken, ob man vielleicht ein Video dazu machen kann. Dann als nächstes solltest du unbedingt in deine YouTube Analytics schauen. Dazu gehst du hier auf Inhalte und suchst dir hier ein Video aus und klickst hier auf Analytics. Dann musst du hier nach unten scrollen und siehst hier deine Watchtime deines Videos und hier kannst du dann anschauen, wie die Watchtime deines Videos ist und gucken, was du vielleicht beim nächsten Mal verbessern kannst. Hier sieht man jetzt, ich habe hier 101%. Das heißt, im Durchschnitt hat jeder das Video einfach komplett durchgeschaut, was ein sehr guter Wert ist bei 25 Sekunden. Es gibt aber auch Shorts, die nicht so gut gelaufen sind. Hier sieht man zum Beispiel, nach der dritten Sekunde schalten ziemlich viele Leute ab. Deswegen macht es Sinn zu gucken, warum haben die Leute hier abgeschaltet. Vielleicht schneide ich diesen Teil nächstes Mal raus oder kann es interessanter gestalten, so dass weniger Leute abschalten und ich damit meine Watchtime verbessere und damit dann nächstes Mal mehr Aufrufe bekomme. Dann der nächste Tipp, lade die Shorts, wenn möglich, am PC hoch, denn dort hast du viel mehr Möglichkeiten. Wie man jetzt hier sieht, habe ich zum Beispiel einen Short am PC hochgeladen und hier sieht man, habe ich die Möglichkeit, Titel, Beschreibung und auch die Tags einzugeben. Tags an sich sind jetzt heutzutage zwar nicht mehr so wichtig, aber es hilft immer noch YouTube zu erkennen, um welches Thema es bei deinem Video geht und deswegen können Tags auch helfen, dass man schneller mehr Leuten vorgeschlagen wird. Der Nachteil ist aber, wenn du am PC hochlädst, dass du keine Songs benutzen kannst und auch keine Filter und Tags hinzufügen kannst. Deswegen musst du dafür dich abwägen. Du kannst zum Beispiel auch das Video erstmal auf dem Handy hochladen und dann im Nachhinein am PC noch die Beschreibung und die Tags hinzufügen. Außerdem macht es auch Sinn, die Hashtags zu nutzen. Du kannst die Hashtags im Titel schreiben, aber auch in der Beschreibung. Aber es gibt jetzt keinen großen Unterschied der Performance, wo du deine Hashtags reinschreibst. Ich habe da auch einige Experimente gemacht, ob Hashtags jetzt eigentlich helfen oder nicht. Ich habe keinen großen Unterschied festgestellt. Aber wenn du die nutzen willst, würde ich dir empfehlen, einfach hier einmal Hashtag Shorts zu nutzen. Dann zum Beispiel hier, das ist Need for Speed Most Wanted. Dann würde ich hier noch Hashtag NFS Most Wanted hinzufügen. Ich würde aber empfehlen, nicht mehr als 3 Hashtags zu nutzen, denn in den meisten Fällen ist das einfach nur Zeitverschwendung. Dann sind die Titel deiner YouTube Shorts natürlich noch ultra wichtig. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, dass diese Titel natürlich Interesse wecken, so dass man draufklicken will. Hier kannst du ganz einfach einen Test machen. Lies deinen eigenen Titel vor, den du dir ausgedacht hast und schau, ob irgendeine Frage in dir hochkommt. Zum Beispiel, wie hat er das gemacht? Wie geht das? Was ist das? Außerdem hast du noch die Möglichkeit, wenn du hier unter Analytik gehst und dann einmal hier unter Zielgruppe, dann kannst du hier ganz nach unten scrollen und dann siehst du hier, wann deine Leute am aktivsten sind und hier sieht man, am meisten meiner Zuschauer sind sonntagnachmittags bis sonntagsabend aktiv. Kann sein, dass du noch nicht genug Abonnenten hast und deswegen dir das noch nicht angezeigt wird. Da würde ich einfach überlegen, einfach zu menschlichen Zeiten hochladen. Was du dann zum Beispiel auch machen kannst, ist, wenn du ein Video hochlädst, hier einfach auf Sichtbarkeit gehen und hier kannst du dann Veröffentlichzeitpunkt festlegen. Kannst du dann hier auswählen, hier wäre ein Sonntag und kannst dann hier die Uhrzeit auswählen, wann das Video veröffentlicht werden soll. So kannst du dann zum Beispiel alle deine Shorts an einem Tag im Monat aufnehmen, an einem Tag schneiden und dann alle hochladen. Somit kannst du dann quasi in 3 Tagen alle Shorts fürs ganze Monat fertig machen, hochladen und musst gar nicht mehr an deinen Kanal und alles wird automatisch freigeschaltet. Wenn du dich fragst, wie das geht, dass man in wenigen Tagen die ganzen Videos für einen Monat gemacht hat und du da vielleicht Hilfe haben willst, dann trag dich gerne für eine kostenlose Kanalanalyse im ersten Link der Videobeschreibung ein. Falls du aber momentan kein Interesse hast, dann schau unbedingt dieses Video an, denn dort zeige ich dir, warum viele YouTuber keine Aufrufe bekommen, obwohl sie eigentlich gute Videos machen.